Hallöchen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4. Keine Fähigkeiten, kein Problem-Szenario. Und wir sind mittlerweile bei 55.000, zumindest in unserem Geldbeutel, bestreben. Haben wir bald die 75, 1.000 erreicht? Verdient, bei verdient haben. Und Hauptziel von dem ist es ja, dass wir 200.000 verdient haben. Aber dann müssen wir noch 200.000 draufsetzen, weil halt das Szenario das so möchte. Und da kommt meine Gärtnerin. Weil wir haben so viel zu tun. Hast du dich eigentlich um die Kuh jetzt gekümmert? Ja. Ich glaube, das haben wir. Und ja, sie hat ihre Angst bewältigt. Fähigkeitsverbesserung. Was ist denn los? Ich glaube nicht, dass du das Recht hast, hier meinen Einrichtungsstil zu beurteilen, Madame. Außerdem bist du nur für die Pflanzen, du Dödel. Also manche Leute, die nehmen sich echt einiges raus, ne? Das ist ja wie damals bei Sims 3 gewesen mit dem Feuerwehrmann. Der meinte, die Rhonda irgendwie bei der 100 Baby Challenge auszubuhen. Das verstehe ich halt auch nicht, warum, ne? Und so ist das hier jetzt auch. Was ist denn los, Caleb? Ich bin jetzt gerade mal 2 Minuten oder so da und schon klingelt's Telefon. Hallo Ina, ich habe darüber nachgedacht, mir einen neuen Job zu suchen. Was meinst du? Ich kann nur sagen, du solltest deinem Herz folgen, ne? Ich hab dich doch extra angerufen, damit ich das nicht alleine entscheiden muss. Meine Fresse. Aber nicht rumheulen, wenn das dann nicht der Job ist, den du gerne hättest haben wollen. Also, weißt, so geht das dann natürlich auch nicht. So, jetzt verkaufen wir erstmal ganzen Kram wieder. Weißt du, ich könnte eigentlich noch mehr Löwenmäulchen einpflanzen, oder? Die scheinen ja ganz gut Geld zu bringen. Ob du es glaubst oder nicht, ich habe den neuen Job. Und als was? Caleb, als Rasenmäher bei Gartenlösungen. PX Daumen. Okay. Pi mal X. Ich meine Pi mal. Nein, Pi mal X. PX. Ach, egal. Er ist Rasenmäher. Super. Hätte ich ihm gleich sagen können, dass er sich dafür ganz gut eignet. Aber richtig gut. So, müssen wir heute eigentlich arbeiten? Ja, heute ist Mittwoch. Heute geht's ganz normal zur Arbeit. Da, da, da. Und dann gibt's Apfelmus. Ich mag eigentlich Apfelmus, ja. Finde Apfelmus eigentlich eine ganz gute Sache. Hier, guck mal, hier sind doch auch Erdbeeren zum Verkaufen. Eigentlich müssten wir mal Erdbeeren mit auf die Arbeit nehmen, damit wir manches dann als Serum oder sowas benutzen können. Aber Rosen habe ich jetzt noch keine. Beim nächsten Mal Romantikfestival müssen wir unbedingt mal gucken, dass wir vielleicht da Glück haben und eine Rose ernten können, damit wir die hier zu Hause anpflanzen können. Ja, okay, so viele Erdbeeren musst du jetzt auch nicht ernten. So, dann werden wir dich mal füttern, dann werden wir dich wieder putzen und dann melken und dann von mir aus auch noch streicheln. Ja, Futterstand ist auch noch voll.
Haben die noch nicht mal benannt, die Kuh. Aber wir könnten sie eigentlich... Ja, Bella nennen wir sie. Nee, Flecky. So, auch alles bestens. Das da können wir verkaufen. Ach, haben wir sie jetzt geschafft? Oder was? Oder was wollt ihr mir jetzt damit sagen? Keine Ahnung. Ach, nur weil das da hier wieder drauf ging, weil ich das verkauft habe. Okay. Ich denke mal, es wird Zeit mal wieder für ein Gemälde. Ich weiß gar nicht, ob wir auch noch was anderes, weil Lieder rentieren sich nicht. Lieder kann ich auch erst schreiben, wenn ich höheres Level hätte. Und Bücher können wir auch nicht. Die kann ich einmalig irgendwie verkaufen und das war's. Finde ich natürlich auch grandios. Aber so ist das nun mal hier, ne? Wir müssen halt so gut es geht gucken, dass wir ohne Fähigkeiten halt eben das Geld zusammenkriegen, ne? Wirst du heute noch fertig mit dem Bild, dass du es verkaufen kannst? So, bitte verkaufen noch. Und dann geht's auch schon auf die Arbeit. Und ja, ich habe mir überlegt, die Folgen trotzdem ein bisschen kürzer zu fassen. Hab mal nachgeguckt, das Verlobungskonflikt war ja eher das Maximum irgendwie 25 Minuten. Aber eigentlich theoretisch 20 Minuten. Eine Frage der Moral. Eines Tages stehst du vor der Entscheidung, ob du ein... Ja, mein Gott. Immer derselbe Kack, der mir hier dann Anfang des Tages... ja. Ja, unter die Nase gerieben wird. So, Rosen. Kein Bock, ne? Auch der Rest? Kein Bock? Einfach unglaublich. Ich kann halt kein Rosenparfüm oder wie auch immer kreieren. Camillo. Wer ist denn Camillo? Ist auch diese eine Frau. Bist du das? Nee, du bist Eleanor. Du aber, oder? Da. Dann werden wir das auch tun, nach deinem Tag fragen. Er läuft ja bestimmt ganz gut. Jetzt hör doch mal auf, an der Rakete zu arbeiten. Wir müssen schließlich die Leute nach ihrem Tag fragen. Und wie war es so? Ja, dann kalibrieren. Wir wollen ja doch schließlich wieder mal befördert werden, ne? Und das geht nur, wenn wir auch hier gute Arbeit leisten. Was ist denn jetzt, Vivian? Kurze Frage. Katrina, Caliente und ich haben vor, Zeit zusammen zu verbringen. Ja, komm, mach das doch einfach. Entführung verhindern. Okay, können wir auch machen. So, hier hinten ist der Computer frei. Das werden wir doch direkt nutzen und die Abhandlung schreiben. So. Mehr nicht? Wieso kommen hier keine Aufgaben mehr? Oh. Haben wir denn rot-weiß? Heiß, meine ich. Oh.
Komm, wir machen das bei ihr. Obwohl ich sie eigentlich sympathisch finde. Was? Wieso sollten wir die denn jetzt auch noch vermöbeln? Also, manchmal frage ich mich, was das eigentlich hier war. Provozieren, oder? Können wir uns jetzt prügeln? Nein. Wir sollen uns doch hier mit jemandem prügeln. Wie kann ich den denn jetzt? Ah, hier kämpfen. Uiuiui, wir verabscheuen uns ja jetzt auch noch. Ich weiß nicht, was das eigentlich bringen soll, die Leute hier zu vermöbeln. Ich finde sowas irgendwie kacke. So, dann gehen wir erstmal hier oben uns frisch machen. Beleidige die Arbeitsmacht. Nö, das mache ich nicht mehr. Ich glaube, es geht los. Weißt du, also irgendwann kommt man auch an einen Punkt. Wieso wird man dafür eigentlich belohnt? So was finde ich. Jetzt bleibt doch hier oben. Mein Gott. Hier oben ist doch auch ein Waschbecken, du Eumel. Dann kannst du dir noch ein Sandwich kaufen. Man kann so ein bisschen schlafen gehen. Beziehungsweise nein, weißt du was? Wo ist denn der Vogel? Ja, ich würde mich gerne entschuldigen. Wir bleiben dafür auch extra länger. Weil das ist halt vom Spiel so gewollt worden. Und bist du am Auslaufen, oder was? Was denn? Kann ich da irgendwie... Ich würde mich gerne nochmal entschuldigen. Warte, 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 warte!
Ah, da war was ganz Interessantes gerade. Nach einem Kampf Frieden schließen. Los, komm, wir können es ja mal zumindest mal probieren. Torg. Jeruk Kelka. Dalish. Sway B. Lanzaya. Emka. Shishitaub. Skiba, Wimpa, Wimpsklip. Ja, war das jetzt alles? Floyma Sharnu? Oh, Joyum. Ifu Kemba. Ah, hey, Erishub. Hey, Snurzo Kabla. Orig. Lorid Hadish. Weil eigentlich habe ich es ja nicht so gemeint. Quanky. Ah, hey, Erishub. Seneca Fenabe. His Bullabrin. Ich glaube, der mag lieber jetzt nach Hause gehen und duschen. Wir können ja das hier aufwischen. Ich glaube, da hat er sich nämlich in die Hosen gemacht oder so. Ich weiß es nicht. Komisch, warum können die denn alle schon nach Hause gehen? Ich bin mal gespannt, ob ich mit ihm da noch auf einen grünen Zweig komme. Voll nach einem Streit, ja. Aber wir müssen das ja in den Griff kriegen. Und was machst du jetzt? Ansehen. Aha. Ich wusste gar nicht, dass hier Plakate hängen. 2932, super. So kommen wir der Sache doch auch schon ein bisschen näher. So. Okay. Dann gucken wir mal, was haben wir denn? Wir könnten auch einfach so mal in der Stadt gucken. Nee, du brauchst jetzt nicht schlafen. Ach, guck mal, die hilft mir sogar beim Einpflanzen. Wie süß ist sie denn bitte? Dankeschön. Also, das ist ja mal ein Service. Aber meine alte Banane hier abkacken gelassen haben. Ja, aber Rosen bräuchte ich. Ich weiß nicht, ob die Rosen in so einem Paket mit drin sind. In so für Blumen. Ich bin mir echt nicht sicher. Deswegen würde ich gerne so ein paar Sachen dafür holen. So 30 Pakete. Da müsste doch irgendwo dann eine Rose vielleicht drin sein. So, erstmal frisch machen. Dann Frühstück servieren, Eier und Toast. Ah, die 100 Simoleons verdienen wir auch wieder. Was ist denn? Ach so, sie macht sich nur frisch. Ich dachte so, was hat sie denn jetzt für ein Problem? Aber es ist kein Problem. Ist es jetzt langsam mal fertig? So, weißt du, was du machen könntest? Wir könnten eigentlich Sima auf das aktuelle Grundstück einladen. Wir müssen zwar später arbeiten, aber so, weil wir wollen ja flirten.
Fenka Tribna. Ich dachte, wir haben geplant. Achso, ich. Was für eine Speise zählt denn da? Befördert werden, das kann man auch mal festhalten. Ich denke mal, es wird mal Zeit wieder für ein Techtelmechtel. Deswegen ab mit euch. So, ich hoffe, dass wir die Kuh dann noch versorgt bekommen. Es ist einfach genial. So, da kommt meine Gärtnerin wieder. Sieht ein bisschen mitgenommen aus irgendwie. Ach, ich finde das so süß. Also der Kuh geht so gut. Weiß nicht, der Caleb ist anscheinend auch da und guckt Fernsehen. Ist ja schön, dass die bei sich Strom sparen wollen und dafür meinen in die Höhe treiben, ne? Finde ich richtig toll. Wie lange dauert denn Putzen so? So dreckig war die gar nicht. Na komm, jetzt noch einmal melken und dann geht's schon wieder auf die Arbeit. Aber meine Lieben, das werden wir natürlich in der nächsten Folge machen. Und ja, bis dahin habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und tschüss.